Hallo und Shishalabisha. Ich darf euch heute mal wieder ein Unboxing-Video vorstellen von der Firma Shisha Galaxy zur Verfügung gestellt. Ich habe es noch nicht aufgemacht, es ist noch original verpackt. Ich habe nur meinen Aufkleber runtergerissen, also es ist noch wirklich zu. Man beachte natürlich auch wieder meine tolle Werbung. Sehr kreativ, wie ich ja wieder bin. Genau, also lasst uns mal das Paket öffnen. Ich bin gespannt, was da alles wieder rauskommt. Ist ja wirklich nicht arg klein, das Paket. Schaut mal. Also wirklich groß und doch ein bisschen Gewicht. Ich lasse mich wieder überraschen. Es ist ja wieder wie Weihnachten. Ich freue mich. Also, lasst uns anfangen. Oh, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht schneide. Gut zugepackt ist auf jeden Fall. Ich muss aufstehen. Gut, dann fangen wir doch mal an. Das kann ich jetzt nicht wieder nicht runterklappen, weil sonst ist meine Werbung weg. Oder ich mache es einfach so. Tja, ihr von euch, ihr wisst es ja, ihr könnt besser eure Werbung alles einfügen. Ich habe da ja wieder leider Probleme, aber hier hängt es schön. So, dann wollen wir mal anfangen. Was mich gleich erreicht, ist ein Glasschlauchset in Pink. Die Farbe ist ja richtig knallig. Freue ich mich. Glas, ihr wisst, habe ich ja immer so meine Probleme. Aber ich werde es probieren. Das muss ich mir jetzt mal angucken. Glasmundstück-Set. Glasschlauch-Set. Wow. Das wird laut. Die Farbe, die knallt. Schaut euch das mal an. Das sieht ja richtig cool aus. Also mit dieser Farbe, mit diesem Schlauch-Set wird man auf jeden Fall gesehen. Es ist von A und O. Könnt ihr euch bestellen. Sogar der Adapter da unten ist aus Glas. Richtig gut verpackt. Ist das eine Farbe, oder? Boah, die leuchtet in den Augen. Schaut euch das an. Aber das ist auch richtig stabiler Schlauch. Also ist jetzt kein billiger, dünner Silikonschlauch. Also der fühlt sich wirklich sehr, sehr cool an. A und O, Glasmundstück. Ihr wisst, ich habe ein bisschen Probleme mit Glasmundstücken. Aber ich bin jetzt echt gespannt. Das probiere ich natürlich auch mal aus. Es passt, sitzt, also es wird drauf gesteckt und hält dann bombenfest, das merke ich schon. Aber vor lauter Aufregung möchte ich es jetzt nicht gleich schon am ersten Mal kaputt machen. Schaut mal, das leuchtet sogar da vorne. Schaut mal, seht ihr das in der Kamera? Dass es da vorne sogar leuchtet? Cool. Da bin ich mal gespannt. Cool, von A und O. So, dann geht's weiter. Verpackung. Verpackung ist da. Dann kommt noch mal ein Eisbazooka für den Sommer, der jetzt leider ja schon fast vorbei ist. Wie gesagt, ich habe ja immer so ein bisschen Probleme mit der Eisbazooka. Ich halte die dann schon ganz da unten und trotzdem fließt mir dann durch meine Wärme dieses Wasser in den Schlauch. Finde ich nicht so prickelnd. Ich habe mir das irgendwie wieder abgewöhnt. Ich tue mir jetzt anstatt des lieber Eiswürfel in die Bowl. Hält auch gut und lang kalt. So, da kommt eine Karte. Dann haben wir hier einen KS Apo Funnel. Ja, ich darf wieder Funnels probieren. Schaut euch mal die Schönheit an. Sieht richtig schön aus. Der heißt Fummel. Schaut mal, wie spricht man das wieder aus? Ihr wisst, ich habe meine Probleme damit. Ein kleiner, süßer Kopf. Ich bin mal gespannt. KS Apo kenne ich eigentlich nur von meinen Steinköpfen mit Sieb drin. Aber Funnel von KS Apo habe ich auch noch nie gehabt. Dann kommt ein Kopf von ATH. Arian Yakut. Das auch ein Funnel. Wow. Oh, der passt ja zu meinen anderen Funnels, zu meinen roten. Ja, ATH, auch ein Funnel. Auch was Neues.
glaube Stein und Schamottstein, Ton und Schamottstein, wenn ich das schon mal, ich habe mir vorher schon mal gelesen, was so auf an Köpfe auf dem Markt ist. Aber ich denke, ist der Ton und Schamott. Da kommt noch ein Saphir, Tabakkopf, Hukabol. Wow. Okay. Hatte ich noch nie mit diesen zwei Rändern, wie ihr hier seht, hier oben einen Rand und hier unten einen Rand. Ich glaube, das Tabak-Tribot ist da unten, aber das wird ausprobiert. Ihr wisst ja, ich benutze keine Steinköpfe mehr, ich benutze ja nur noch Funnels und jetzt habe ich ja wirklich wieder eine super Auswahl. Der ist von Saphir Tabakkopf Hukabol. Da steht da drauf, handgemacht. 60 Minuten soll man damit rauchen können. Das wird ausprobiert. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier alles so seht. Ihr seht es gar nicht, das ist ja schlecht. So. Ich muss halt die Eisbowl zurück machen. Die Eisbowl. Super. Seht ihr es so? Auch nicht. Okay, kommen wir weiter. Dann ein Windschutz für die Kohle. Ist auch immer sehr, sehr cool, gerade wenn man draußen sitzt im Garten. Im Moment hat es ja ein bisschen geregnet, aber bei diesen ganz, ganz trockenen Temperaturen ist das sehr, sehr sinnvoll. Steht jetzt keine Marke drauf, von wem es ist. Auf jeden Fall ein Windfang für die Kohle. Also wer es euch nicht kennt, das kommt dann auf den Teller und da kommt dann der Kopf rein und die oben das Kamin oder der Kalutaufsatz oder wie auch immer und dann kommt es so drüber und dann kann die Kohle nicht runterfallen. Das ist auch eine ganz, ganz feine Sache. Dann haben wir Schmand weg. Ach, von dem habe ich schon gehört, da kann man die Bowls mitputzen. Ihr wisst, ich benutze ja die Kubident-Tabletten und lasse es über Nacht einwirken. So rum. Aber ich lasse mich natürlich auch mal von sowas begeistern und gucken, ob es funktioniert. Machen wir mal einen Riechtest. Riecht nach gar nichts. Riecht nach Plastik. Ist aber Pulver drin. Und wie man das benutzt, muss ich nachher lesen, weil schaut euch mal die kleine Schrift an. Also das ist für Mutti schon ganz schön klein geschrieben. 2 Teelöffel in circa 8 Gramm. 1 Liter warmes Wasser lösen, die Pfeife geben, gut schütteln, nach 5 Minuten einwirken lassen, bei starken Verschmutzungen länger, mit kaltem Wasser gut und klar ausspülen, Kontaktaugen vermeiden, ganz klar. Also dann probiere ich mal, ob ich da genauso gute Ergebnisse bekomme, wie natürlich mit meinen Kubident blauen Kapseln. Ihr wisst ja, dass ich die benutze. Wow, also ich sehe da noch ganz, ganz tolle, viele Sachen. Ja. Dann haben wir mal ein Cäsar, eine One-Smoke-Box, also für ein Köhlchen, in schwarz dieses Mal. Sehr coole Sache, in schwarz matt. Hatte ich auch noch nie, bis jetzt hatte ich sie immer nur in Edelstahl glanzpoliert. Sehr cool. Das ist dabei. Dann sehe ich noch ein Köpfchen, wo hier rausspringt, Da Vinci Piero. Von Da Vinci. Von Da Vinci. Oh, ein Knallgelb kommt da raus. Schaut mal den an. Ein Da Vinci. Auch ein gutes Köpfchen. Den habe ich in Orange, habe ich den schon hier. Habe ich auch schon. Mit dem rauche ich aber nicht ganz so lange. So vielleicht eine Stunde, eine Dreiviertelstunde. Irgendwie geht er dann mir vom Geschmack her wenig, ein bisschen runter. Aber vielleicht gibt es da auch noch einen Trick, wie man den länger raucht. So, dann haben wir eine Bowlbürste. Kann man immer brauchen. Sieht ein bisschen aus. Naja, ich sag's jetzt nicht. Cool. Corona. Ich habe ganz, ganz viele Mundstücke. Jetzt können sie alle kommen und können mit mir mitrauchen. Vielleicht für mein nächstes Fan-Treffen. Mega coole Sache. Mundstücke kann man immer brauchen, wenn man Besuch hat. Emi Deluxe. Wow, ein Mundstück von Emi Deluxe. Das muss ich mir gleich mal angucken. Ich habe meinem Mann damals ja auch ein Mundstück von Emi Deluxe gekauft. Mit dem raucht er auch sehr, sehr gerne. Und da seht ihr alles schön. Ich zeige es euch mal so. Alles toll verpackt.
Also ihr könnt auf jeden Fall immer gerne mal zu Shisha Galaxy auf die Seite gehen und da durchstöbern. Da findet ihr all diese tollen Sachen. Also cool. Mundstück von Amy. So, was haben wir noch? Einen schwarzen Schlauch, das ist sehr gut. Ich muss meinen nämlich mal wieder austauschen. Das passt mir jetzt gerade ganz gut, dass der reinkommt. Der kommt von Smoke. Einen schwarzen, matten Schlauch. Finde ich sehr glücklich, weil ich mag diese glänzenden nicht. Ich mag eher das matte. Passt. Perfekt. Kann ich dann gleich oder an den Emi dran bauen. So, dann haben wir noch diese neue Folie von Huka, die Savage. Hätte mir besser gefallen, das Französisch, aber es spricht man wohl Savage aus. Also ich habe mich erkundigt, weil ich habe schon mal die Folie und habe es dann auch falsch gesagt. Also, und die ist Moment 50 Mikrogramm und die anderen sind, glaube ich, entweder 45 oder 40 Mikrogramm. Ich glaube 40 Mikrogramm. Und ich habe schon mit ihr geraucht, wo ich sagen muss, ich hatte das erste Mal wohl Fehler gemacht. Ich habe mir meinen Kopf gebaut, habe die Apple on top Smokebox drauf und da sind ja schon Löcher und die habe ich nachgestochen. Und war dann nach 30 Minuten, war der Tabak einfach verbrannt. So, dann habe ich mich erkundigt und gefragt, an was das liegen kann. Und dann haben sie gemeint, ich sollte vielleicht lieber mehr größere Löcher machen und nochmal probieren. Von was ich auf jeden Fall von der Savage begeistert bin, ist auf jeden Fall, dass sie nicht mehr so schnell reißt. Also die ist mir jetzt nicht mehr gerissen, wenn ich das Köpfchen so gespannt habe und so runtergezogen habe. Ist mir die nicht mehr gerissen. Also diese paar Millimikrometer machen dann doch was aus von der Dicke. Also von daher war ich schon mal gespannt und ich werde sie weiter austesten und weiter rauchen. Coole Sache. Vielen Dank. So, dann haben wir hier, Mutti darf putzen, Wasserpfeifenreiniger. Kennt den jemand schon? Von Huka Clean. Kennt den jemand? Hat den auch schon jemand benutzt? Ich muss auch mal wieder reinriechen. Ihr wisst ja, wenn es nicht riecht. Auch neutral. Riecht auch nach nichts. Naja, braucht ja nicht. Eine Pfeife muss ja nicht gut riechen. Sie soll sauber sein. Aber cool. Auch 500 Milliliter drin. Gar keine Chance, es zu lesen. Also im Moment nicht. Ich muss mir es vorlesen lassen oder doch eine Lupe nehmen, weil Muttis Augen sind dann doch nicht mehr die jüngsten. Naja, okay, super. Also wie ihr seht, das Auswahl von Shisha Galaxy ist bombastisch. Geht da gerne mal hin und guckt euch da mal um. Das da, das leuchtet ja brutal. Und was mir wirklich gefällt, ist, dass da vorne so fluoreszierend ist. Heißt das so? Naja. Gut, dann haben wir das letzte. Das ist ein Kohlekorb. Auch sehr cool. Ihr wisst ja, ich habe auch schon einen. Kann man rausnehmen. Und das Körbchen könnte man sogar auch als Obstkorb nehmen. Also wenn man nicht unbedingt jetzt mit Kohlen schafft. Das Näpfchen rein. Hundewasser? Nein. Shisha-Korb. Okay. Also ich bin wieder sehr, sehr überrascht über diese Vielfalt, an diese Auswahl, was mir Shisha Galaxy da zukommen hat lassen. Mega, freut mich. Das war's dann auch. Schau rein, bei uns ist noch, da ist noch ein Umschlag drin. Ach, wie süß, schaut mal. Ein Umschlag. Und da kommt ein Papier raus, eine Alufolie raus. Wie süß. Also wenn ich jetzt nächstes Mal auf einen Geburtstag gehe oder irgendwie zu Kindern und sage, was soll ich denen schenken, bringe ich ein Blättchen Savage mit. Coole Sache. Gucke ich doch nochmal. Okay. Also vielen, vielen Dank dafür. Shisha Galaxy hat mich wieder wirklich toll verwöhnt. Oh, ich dachte, nächstes Mal meine Werbung. Also wieder super verwöhnt. Vielen Dank dafür. Dafür dürft ihr alle mal auf die Seite gehen und dürft auch mal ein bisschen rumschmökern. Ich bin zufrieden. Ich probiere jetzt den ein oder anderen Funnel natürlich gleich wieder aus. Macht mir ja im Moment riesen Spaß, meine Funnels zu benutzen. Und die mega Kommentare von euch, dass ich den so toll gebaut habe, hat mich richtig nach oben gepusht und bin und bleibe auf jeden Fall Funnel-Liebhaber. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Über ein Daumen-Abo würde ich mich freuen. Ihr wisst, Bescheid, Instagram bin ich auch tätig mit shisha-mutti, da dürft ihr mich auch finden und nette Kommentare da lassen. Freue mich mega, shisha la visha, bis bald.
Tschüss.